einem Naturparadies und einsam. Es ist wirklich grauenvoll. Ja und? Habt ihr geschlafen? Pilgern gerade, hunderte von Leuten auf. Es ist wie ausgewechselt. Auf einmal überhaupt nichts mehr los. Das Meer scheint grenzenlos zu sein. So viele Meere haben wir bereits zusammen überquert und jede Überfahrt war der Beginn eines neuen Abenteuers, das uns als Team stärker gemacht hat. Diesmal führt uns das Boot auf die Lofoten, das wohl bekannteste Inselparadies Norwegens. Wenn ein Ort so schön ist, ist es wohl einfach, als Team zusammenzuhalten, oder? Doch lasst euch von den Bildern nicht täuschen. So verführerisch schön die Lofoten auch sind, es gibt immer noch eine zweite Seite der Medaille. Und weil wir seit über 3 Jahren 24 Stunden am Tag an 7 Tagen die Woche beisammen sind, muss unsere Beziehung stark genug sein, um jedes Hoch und Tief zu bewältigen. An sonnigen Tagen wie diesen fällt es leicht, auch wenn wir mit den Menschenmassen völlig überfordert sind. Wir sind gestern auf die Lofoten angekommen und wir stehen da gerade vorm Reinebringen. Da werden wir glaube ich nicht auf, gell? Weil da pilgern gerade hunderte von Leuten auf. Und ja, das taugt uns halt nicht. Und es gibt sicher genügend andere wunderschöne Gipfel, da wo nicht jeder aufrennt. Und da werden wir uns jetzt einen raussuchen. Dass wir als Team so gut funktionieren, liegt bestimmt auch daran, dass wir sehr ähnliche Vorstellungen vom Leben haben, die gleichen Werte teilen und dass wir uns beide in der Natur wohlfühlen. Eine Wanderung wie diese macht uns beide gleichermaßen glücklich. Alles für uns alleine. Herrlich. Es ist so traumhaft schön. Wir sind heute in der Früh beim Reinebringen standen. Das ist so der bekannteste Berg auf die Lofoten. Aber da sind halt Leute aufgepilgert. Ja, wieso die Ameisenstraße ist da raufgegangen? Ja, auf sowas haben wir halt überhaupt keinen Bock. Und jetzt sind wir 15 Kilometer ungefähr weitergefahren entlang der Küste. Und dann haben wir gesagt, oh, der Hügel schaut eigentlich ganz cool aus. Und jetzt ist es einfach so schön gerade. Oh, der Blick, das ist so gigantisch. Und es ist kein Mensch dort. Ja. Man hat da die großen Berge, man hat einen Bergsee, man sieht auf dem Fjord runter in die Dörfer, man sieht aufs Festland rüber. Da haben wir einen vollen Jackpot jetzt gemacht. Ja, voll, es taugt uns so. Das ist echt ein Traum. Scheiße. Ja. Von den Lofoten werden wir in vielerlei Hinsicht überrascht. Landschaftlich ist es noch viel schöner, als wir uns das je erträumt hätten. Aber was den Straßenverkehr angeht, sind wir vollkommen überfordert. Die engen Straßen sind heillos überfüllt, ein Campervan jagt den anderen und irgendwo dazwischen wollen auch wir noch mit den Rädern unversehrt vorwärts kommen. Auf unseren Videoaufnahmen sind diese Massen gar nicht zu sehen, weil es in solchen Situationen unmöglich wird zu filmen. Aber all das ist schnell vergessen, wenn sich der hohe Norden Norwegens völlig unerwartet in ein Stück Karibik verwandelt. Der Tag neigt sich dem Ende. Die Sonne steht tief und wir sind auf der Suche nach einem Platz für die bevorstehende Nacht. Jetzt haben wir gerade unseren ersten Speichenbruch auf der Reise gehabt. Und es war wieder mal auf meinem Rad. Aber diesmal im Vorderreifen. Ja, das war ganz ehrlich so um 7:30 oder so passiert. Es hat der Rhein den Reifen gewechselt, also die Speiche gewechselt. So. Ich habe nur gekocht nebenbei. Und jetzt ist es halt wirklich schon, es ist jetzt 10 nach 10 am Abend. Ja, wir sind schon so weit nördlich, dass es immer noch hell ist. Aber wir haben immer noch keinen Schlafplatz. Und also in Momenten, da ist man immer so ein bisschen genervt. Jetzt schauen wir mal da rein, vielleicht gibt es da was für uns. Naja, sehr sumpfig. Ist leider nichts da, suchen wir weiter. Ah, ist leider auch nichts. Weiter geht's.
Jetzt ist kurz nach 10:30 und wir fahren jetzt unsere Route weiter. Problem ist, dass die gerade auf den Berg rauf geht. Jetzt müssen wir nur einige Höhenmeter machen wahrscheinlich. Weil da bergauf ist immer schlecht was zum Finden, also eher erst ganz oben. Das haben wir uns eigentlich so nicht vorgestellt, dass wir heute nochmal richtig uns anstrengen. Fehlanzeige, weiter geht's. Haben wir einen Platz? Siehst du da den Zaun? Ja. Der geht darüber. Und weißt du, was hinter dem Zaun ist? Was denn? Ab Parkplätzen stehen mindestens 10 Camper. Das ist sehr unromantisch da oben. Ja und? Hauptsache schlafen. Der Parkplatz stellt sich als Campingverbotszone heraus und so setzt sich die Suche noch bis nach Mitternacht fort. Todmüde fallen wir ins Zelt. Gestern haben wir relativ lang gebraucht, dass wir einen Platz gefunden haben, wo man wild campen kann. Und ja, nach einem Zeitl haben wir halt den Platz da gefunden. Ist an und für sich ja eigentlich echt ein cooler Platz. Ist ein bisschen abgelegen, ist nicht viel Verkehr, ist recht ruhig. Da hinten geht ein bisschen ein Fluss. Aber was man echt sagen muss, was einfach gar nicht geht, ist, dass mitten da auf den Weg, der geht da hinten, da geht der rein. Und mitten auf den Weg sind drei Scheißehaufen. Also das ist einfach, das geht überhaupt nicht. Also beim Wildcampen finde ich, da gibt es einfach, die oberste Regel ist, dass man keinen Dreck hinterlässt. Und die Wildtoilette, das ist ja so ein eigenes Thema. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man, wenn man schon in der Wildnis sein Geschäft verrichtet, dass man das ordentlich vergrabt, dass da niemand draufsteigt, dass die Umwelt nicht beeinflusst wird, dass das nicht in der Nähe also in der unmittelbaren Nähe von einem Gewässer ist. Vor allem auch, dass die Tiere das nicht fressen, genau. Kriegen. Und das ist ja echt. Ja, das geht halt überhaupt nicht. Das ist mitten am Weg da hingeschissen, zwei Steine draufgelegt. Ich habe gestern noch mehr Steine draufgelegt, weil es uns einfach so angeekelt hat. Aber wir haben einfach da unsere Zeit aufschlagen müssen, weil wir nichts anderes gefunden haben. Aber wie gesagt, eigentlich war das ein cooler Platz, aber sowas geht halt einfach überhaupt nicht. Also oberstes Gebot, sein Geschäft immer irgendwo verrichten, wo es keinen beeinflusst, niemanden. Die Natur nicht, andere Camper nicht und ja, sehr wichtig. Egal wo wir in der Welt bis jetzt unterwegs waren, die Zeltplatzsuche kann mancherorts zur täglichen Herausforderung werden. Tagsüber fährt man oft an so idyllischen Plätzen wie diesen hier vorbei, die sich ideal zum Campen eignen würden. Besonders auf den Lofoten finden wir viele dieser schönen Ecken, bei denen wir kurz anhalten, die Umgebung genießen und für ein paar Momente abtauchen. Als Team haben wir uns mittlerweile so gut arrangiert, dass wir bei der allabendlichen Campingplatzsuche die Stärken eines jeden Einzelnen zu nützen wissen. Während Angie alle digitalen Hilfsmittel einzusetzen weiß, um einen Platz ausfindig zu machen, übernehme ich die Bauplanung. Bevor wir uns Zelt aufstellen, prüfe ich, ob sich die Heringe im Boden befestigen lassen, ob der Platz ausreichend windgeschützt ist und ob das Fundament zumindest einigermaßen eben ist. Denn wenn das Wetter schlechter wird, können diese Faktoren entscheidend sein. Gestern mit dem Boot die Lofoten verlassen und sind jetzt da auf den nördlichen Inseln am Weg Richtung Annanes und Richtung Sinja. Es ist wie ausgewechselt. Auf einmal überhaupt nichts mehr los. Wir haben wieder super Straßen, wo wirklich
wenig Verkehr ist, kaum nur Camper unterwegs. Man findet überall ein Zeltplätzchen. Ja, es ist wie wenn man auf einmal in einem anderen Land wäre. Die Lofoten, so schön sie auch sind, sie sind einfach überlaufen. Also es zahlt sich natürlich aus, auf die Lofoten zu fahren, weil landschaftlich ist wirklich ein Wahnsinn. Aber wir genießen jetzt auch wieder ein bisschen die Einsamkeit oder die Ruhe. Einsam ist es ja nicht, aber ein bisschen mehr Ruhe. Und da war ein Camper. Die zuvor noch mystisch wirkende Wolkenstimmung entwickelt sich immer mehr zur starken Regenfront. Jetzt auf der Panoramastraße. Wir fahren extra einen Umweg nach Andenes, damit wir bei dieser wunderschönen Straße da vorbeikommen. Die Aussicht ist am Wahnsinn. Also jeder Meter dieses Umwegs hat sich ausgezeigt. Der Blick auf diese gigantischen Wolken ist hier einfach gigantisch. Gigantisch. Also mir fällt eigentlich nur gigantisch ein. Besser geht's gar nicht. Kann ich jedem nur empfehlen. Wer das auch sehen will, der soll auch daher kommen. Wow. Guten Morgen. Mittlerweile ist einfach alles nass. Es ist wirklich grauenvoll. Wir fangen an zu möchten. Es fängt teilweise an, unangenehm zu stinken, weil nichts mehr trocknet. Und man hängt das alles in der Nacht im Zelt auf, aber es bringt überhaupt nichts. Es ist am nächsten Tag genauso nass wie am Abend davor. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, nur 2 oder 3 Tage bis Tromsø. Dort haben wir dann eine Einladung. Da werden wir hoffentlich unsere Sachen wieder trocknen können. Aber bis dahin sollte uns lieber keiner zu nahe kommen. Wenn man sein Handtuch opfert, um es halt halbwegs trocken zu kriegen. Das heißt was. Mit vereinten Kräften und etwas Galgenhumor kommen wir an schlechten Tagen über die Runden. Und solche Überraschungen tragen ganz besonders zur guten Stimmung bei. Wir stehen einfach mitten in nirgendwo, so spacige Toiletten mit Aussicht aufs Meer. Ja, es ist echt voll schräg. Mit Warmwasser sogar. Und was in solchen Momenten noch viel mehr Motivation bringt, sind andere Radfahrer, die im gleichen Schlamassel stecken wie wir. Wir fahren gerade zu dritt. Wir haben den Didi kennengelernt, der Vorarlberger, der fährt auch mit dem Rad und so. Und macht richtig Spaß, wieder mal jemanden dabei zu haben, die Strecke ein bisschen zu teilen. Wir fahren jetzt gemeinsam nach Tromsø, also insofern. Ja, macht das Ganze. Regenwetter und das ganze Nassen. Das Kleine muss nicht schlimm, weil man sich gegenseitig auf andere Gedanken bringen kann. Aus unserem lang erprobten Zweierteam wird also für die nächsten Tage ein Dreierteam. Plötzlich entsteht eine ganz neue Dynamik. Jeder hat einen anderen Rhythmus und eine andere Art zu reisen. Man muss sich gegenseitig anpassen und kann von den Radreisegewohnheiten des anderen dazulernen. Dieser Austausch ist total inspirierend und wir genießen die Abwechslung. Gleichzeitig führen uns solche Tage vor Augen, wie selbstverständlich unsere gut funktionierenden Abläufe für uns über die Jahre geworden sind, wie selbstverständlich jeder seine Aufgaben im Team wahrnimmt, wie wenig wir miteinander sprechen müssen, um zu kommunizieren, wie gut wir uns gegenseitig lesen können und immer wissen, was im Kopf des anderen gerade los ist. Wir sind selbst ein bisschen überrascht, wie gut wir uns arrangiert haben. Ein richtig starkes Team eben. Geh
gestern sind wir jetzt in Tromsø angekommen und sind schon wieder bei einer Familie gelandet, wo wir uns innerhalb von den ersten 5 Minuten so wohl gefühlt haben. Ja, wieder heimgefühlt haben. Wirklich, ja. Wie wenn wir uns schon seit Ewigkeiten kennen würden. Wir sind so herzlich empfangen worden. Wir werden verwöhnt von vorn bis hinten. Ja. Es ist einfach so die Herzlichkeit und so die gemeinsame Basis da. Und ja, wir sind jetzt schon so weit, nachdem wir nicht einmal 24 Stunden da sind, dass wir davon reden, wie wir das organisieren können, dass wir da in Tromsø wohnen für ein paar Monate. Ja, über den Winter vielleicht, ja. Und wer uns auf Instagram folgt oder unseren Blog liest, der weiß, dass diese scheinbar verrückte Idee eine ganz besondere Dynamik entwickelt hat. Aber darüber erzählen wir euch in einem anderen Video.